U20-Cup, zweiter Lauf ist durch. Bei mir habe ich den schnellsten vom Zeittraining. Sieger vom ersten Lauf, Sieger im zweiten Lauf. Perfekter Tag für dich. Ja, es war sehr gut gewesen, der Tag. Habe ich gut gefühlt auf der TÜV und auf der Piste auch. Ja, es war gut gewesen. Kannst du mal noch erzählen, wie es dich gefühlt hast heute Morgen, wo du angekommen bist oder heute Morgen, wo du angefangen hast? Bist du davon ausgegangen, es wird so rauskommen? Ja, schon beim Zeittraining habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es gut wird gehen. Ja, es ist gut gegangen. Jetzt im zweiten Lauf hast du auch nicht ganz so viel Druck gehabt. Hast du es wieder gut runterfahren? Ist dir entgegengekommen, der Verlauf vom Rennen? Ja, die ersten 3-4 Runden habe ich ja, ein paar Fehler gemacht. Ja, aber danach ist es gut gegangen, habe ich ein bisschen Abstand gehabt. Und ja, bin ich meine Runde gefahren. Das heißt, du hast ein bisschen Druck gehabt. Wie wäre es gewesen, wenn du jetzt ständig einen im Nacken gehabt hättest auf dieser Strecke? Wäre es doch nochmal eine andere Arbeit gewesen, die du hättest verrichten müssen? Ja, dort hätte es echt, also wenn der Loris noch hinter mir wäre, die ganze Zeit, wäre es schon schwierig gewesen. Wegen, ja, konditionell halt. Aber es ist gut gegangen. Der Loris ist auch gut gefahren. Ich gratuliere dir herzlich, genieße den Sieg und ja, lass dich feiern heute Abend. Danke.